Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Video aus der Serie Die Küchenfee testet. Getestet wird ein Kochfeldabzug. Und ich habe mir zur Unterstützung natürlich jemanden mitgenommen bzw. mit eingeladen, denn zu zweit kochen macht doch viel mehr Spaß. Die Simone ist nämlich hier. Hi. Und was kochen wir Schönes? Wir kochen ein veganes Gemüsecurry und als Dessert Crepe mit Eis und Obst. Bevor wir richtig starten, schauen wir uns das einfach mal an, das Gerät. Es handelt sich hier um einen Kochfeldabzug, eine Kochstelle mit einem integrierten Abzug mit drin. Eine Induktionskochstelle, das heißt, wir brauchen auch spezielle Töpfe. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Das Topfthema ist ja auch ganz wichtig, denn man kann nicht jeden Topf verwenden. Das Schöne ist, bei diesem Kochfeld Element können wir die Töpfe auch testen. Das heißt, man kann hier die Töpfe eigentlich überprüfen. Genau. Ja, vielleicht machen wir das auch gerade mal. Wir haben uns so ein paar Töpfe ja, schon mal mit vorbereitet. Genau, haben wir was vorbereitet. Ein paar Pfannen. Und fangen wir als allererstes mal mit den Pfannen an. Mhm. Vielleicht kommst du auch dazu und schaust genau. Du das mit. Guck mal hier über die Schulter. Wir schalten sie jetzt das Kochfeld an. Ja. Dann drücken wir die zwei Tasten gleichzeitig. Stellen wir eine Pfanne an dieser Stelle oben rechts. Mhm. Und bestätigen wir nochmal. Und in dem Moment läuft dieser Test oben rechts. Aha, das hier ist der Test. Und es sind diese drei Striche, die da so aufblinken. Mhm. Und was bedeutet? Aha. Die drei ja. Und hier vorne heißt super. Wir testen es jetzt ja so mit einer anderen Pfanne. Jetzt kurz noch ausschalten. Okay. Jetzt im Moment sieht man die Haube, also das Abzug hat eine Nachlaufautomatik und eine Wartungsanzeige für den Filter. Dieser Punkt, das ist schon die Wartungsanzeige. Ja, genau. Ja, ich meine, dieses Kochfeld wird ja jeden Tag benutzt. Ja. Das habe ich schon mitbekommen. Von daher kann es dann auch sein, dass da natürlich auch eine Wartung notwendig wird. Bedeutet in dem Fall, dass der Kohlefilter ja, gesättigt ist. Hier gibt es schon was. Spezielle Partikel, die mhm. werden in dem Kohlefilter drin. Die sind drin, okay. Und werden nach ca. 2 bis 3 Jahren getauscht. Ausgetauscht, okay. Ja. Tolle Sache, das heißt, dass der Behälter an sich bleibt und man tauscht einfach nur die Kohle aus. Genau. Das machen wir jetzt heute nicht. Wir haben jetzt gesagt, trotz dieser Anzeige möchten wir erstmal kochen. Hier in der Mitte und außen. In der Mitte außen. Aha. Ich stelle drauf und du wirst in der Mitte nochmal bestätigen. Hier bestätige ich. Okay, genau. Und jetzt läuft es nochmal. 1, 2, 3. Okay. Der sucht. Oh. Oh. Ein Strich. Nicht besonders geil. Nicht so besonders geil. Kann man trotzdem. Kann man trotzdem, ja. Das ist nämlich auch wichtig, dass man vielleicht mit einem nicht so perfekt geeigneten Kochgeschirr trotzdem das mal testet. Könnte ja sein, das ist jetzt eine spezielle Crepe-Pfanne. Wenn man sagt, ja, die habe ich mir halt vor Jahren mal angeschafft. Die möchte ich trotzdem verwenden, die möchte ich ja deshalb nicht ausrangieren. Gucken wir einfach mal, wie die so performt, ne? Jetzt schauen wir uns hier das Gerät noch mal genauer an. Liebe Simone, hier ist ja so eine sehr große Öffnung. Ja, das brauchen wir. Ja. Weil das Element hat 2 Motoren, also doppelte Power. Okay. Richtig leistungsstarkes Teil. Genau. Super. Und hier, was ist das hier? Was ist das hier so für ein Schieberegler? Das Element heißt Power Mover. Und Power Mover wird verwendet dann, wenn sie jetzt auf einer Seite mehr Leistung benötigt wird. Ja. Und dann zum Beispiel auf der Seite wird gekocht, dann schieben wir das Teil auf der anderen Seite. Ja. Oder umgekehrt, wenn ich hier brauche mehr Leistung, dann schiebe ich das Teil okay. so auf der Seite. Okay. Ansonsten kann man bei beiden Seiten kochen, in der Mitte lassen. Okay. Das heißt eben nachher, wir werden ja auf beiden Seiten dann kochen, dann werden wir wahrscheinlich schon die Position genau. so mittig genau. haben. Genau. Ja, das schauen wir uns doch dann gleich mal an. Bevor wir starten, würde ich das mal kurz doch auseinanderbauen. Ja.
Denn das ist bestimmt für alle ganz interessant, was sich denn dahinter verbirgt. Also das hier ist einfach die Abdeckung. Metall. Okay, das ist super Metall. Hochwertig verarbeitet. Absolut, absolut. Okay. Auch das Teil in der Mitte ist aus Glas und durch diese Flächenbindige natürlich super. Ja gut, das stimmt. Easy. Also das hier, klar, das ist natürlich, klar, sieht man unsere Finger ein bisschen, aber das kann man ganz schnell natürlich abwischen. Mhm. Was ist das? Das ist die Besonderheit von der Abzugshaube, dass sie filterlos ist. Okay, aha. Ja. Okay, filterlos sogar. Ja. Da wird mit anderer Technik gearbeitet und dadurch haben wir sehr hohe Fett- und Feuchtigkeitsabscheidung vor dem Motor. Hier drin das Wasser gesammelt? Teilweise. Okay. Und eben auch das Fett ist dann auch hier drin? Hier und hier, schau mal. Ah, hier in dieser, sozusagen in dieser Rille sammelt sich das dann. Und das sieht so doppelt aus, weil wir haben links und rechts einen Motor. Innen drin sieht man, dass wir noch hier genug Platz haben, weil wenn sollte mehr Wasser austreten sozusagen oder dann, reinlaufen, dann können wir das noch auffangen, außer hier auch für einen Liter Platz ist. So weit kommt es dann auch nicht. Brauchen wir es gerade wieder ein. Und nach dem Kochen kann man das ohne Spülmaschine stellen. Ich würde gerne mal zeigen, wie es ist, denn man hat ja immer diese Sorge mit einem hohen Topf. Was ist, wenn ich einen hohen Topf hier stehen habe? Funktioniert dieser Kochfeldabzug dann überhaupt noch? Probieren wir das mal noch kurz aus und da füllen wir gerade mal den Topf hier. Wir haben extra so einen großen Topf mitgebracht, um zu testen, von kleinen bis zu großen, das sieht man die Unterschiede. Passiert gar nichts. Ich brauche 4 Esslöffel Öl. Bin ich bis morgen noch dran. Aber gut, ist nicht wild. Reicht jetzt auch. Sie kochen jetzt auf der Seite, das heißt, Sie können die Leistung der Haube hier jetzt besser nutzen, indem dass ich dann das Teil nach links schiebe. Okay, ja, das ist gut. Klar, weil hier passiert ja gar nichts momentan. Genau. Und dann kann man das hier voll nutzen. Genau. Wenn der Deckel drauf ist, dem passiert das nicht. Man hat den Reis vorbereitet und den Deckel drauf und dann kocht so richtig und dann kocht halt alles drüber. Hier kann man super mit einem offenen Topf natürlich arbeiten, weil es direkt schön gleich hier abgezogen wird, der ganze Dampf und alles. Das ist echt super. Ah ja, das geht ganz flott. Brutzeln wir jetzt mal so richtig heute rum. Ich freue mich schon. Ist dein Rezept. Ja, ich bin selber gespannt, weil so habe ich es noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach auch mal was Veganes ausprobieren. Mal was anderes, mal mit Kokosmilch und so. Ja. Und wenn hier entstehen Farben, dann sind wir das Teil in der Mitte. Okay. Toll, auch mit der Induktion. Ist halt wahnsinnig schnell, ne? Bei der Induktion muss man immer achten, dass man nicht so hoch einstellt, weil man sieht die Wärme nicht. Ja. Aber die ist schnell da. Ist ganz schnell da, ja. Und eben dann ist doch die Gefahr auch, gerade wenn man sich umstellt, wenn man eben von dem normalen Elektrokochfeld kommt, dann muss man da schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Hier kann ich kontrollieren, wie lange der Topf sozusagen schon auf der Kochstelle steht. Hier tut der Reis zum Beispiel, das ist ja hier dieses Kochfeld, genau die Kochzone, 10 Minuten.
Das heißt ja, der Meister wird schon bald fertig sein. Wir beobachten das. Aber hier ist eine super Kontrolle. Also es wird schon ein bisschen scharf. Ja? Okay. Ist okay. Solange es schmeckt. Ja. Reis ist schon fertig und hier machen wir wirklich nur ganz kurz 5 Minuten und dann kann man schon das Ganze probieren. Du hast mich mit tollem Essen verwöhnt und jetzt mache ich was Leckeres für dich. Schau mal. Und? Wie sieht es nach? Super gemacht! Die Pfanne haben wir ja vorhin auch getestet. Genau. Die war okay. Die war sehr gut. Die war sehr gut sogar. Ja. Dafür die Crepe-Pfanne ja. Hat... Ja, und die Crepe-Pfanne, die hat es jetzt vorhin gar nicht mehr erkannt. Konnte man gar nicht kochen. Deswegen. Da hätten wir bis morgen warten ja, können. Ja, hätten wir lang gewartet hier. Also deshalb super mit dieser kleinen, ja. So die bessere Form fast noch, so ja. Pancake-mäßig. Ja. Der ist ein bisschen hell, dann ja. Stelle ich ein bisschen näher die Leistung, dass okay. Der ein bisschen schneller geht. Und hier also sieht man hier, wie toll das zieht. Genau, gut, jetzt zieht super ab. Ja. Ne? Und vor allem hast du gemerkt, Helen, wir ja. Können uns ohne Anstrengung ja. Super unterhalten. Ja. Das heißt, die Haube ist nicht zu laut. Ja. Geräuschpegel ist in Ordnung. Genau. Wenn es zu viel, dann ja. Wieder nochmal zurückstellen. Mhm. Und wenn man will, okay. Noch einmal. Dass der Opa alles zeigen kann. Ja, ne? Gut. Vom man Opa gelernt. Von der Opa gelernt. Ja, toll. Simone ist engagiert. Ne? Auch als Crepe-Werferin. Jetzt sind wir hier gerade dabei, das Kochfeld zu reinigen, denn wir haben jetzt ja wirklich unsere Koch-Action gut beendet, haben lecker gegessen. Ich denke, das interessiert hier auch wirklich jeden, wie jetzt das aussieht nach so einem normalen Kochvorgang, also nach einem Hauptgericht und noch jetzt einem Dessert. Und da gucken wir jetzt einfach mal in das Gerät rein. Also vorhin hat man ja auch gesehen, da war hier so ein bisschen Wasserdampf. Aber ich muss jetzt auch sagen, also hier, das ist jetzt kaum verschmutzt. Ja, vielleicht ein bisschen Fett hier. Beziehungsweise, nee, das ist Wasser. Das ist noch Kondenswasser. Jetzt schauen wir mal hier rein. Aha, hier ein bisschen Fett. Genau. Guck mal hier. Guck genau, mal. Schau mal. Wenn wir dann hier mit dem Finger. Mit dem Finger dran gehen, dann sieht man so ein bisschen Fett, was sich gesammelt hat. Genau. Und wenn es noch alles feucht, da kann ich schnell auswischen. Genau. Und... Falls das nicht reichen sollte, kann man dann dieses Teil einfach unter heißem Wasser abbrausen kurz. Also es soll schon richtig heißes Wasser sein oder direkt in den Geschirrspüler reinstellen. Wie gesagt, könnte man sagen, stellt man das jetzt gleich schon unter heißes Wasser, aber man kann auch sagen, nee, das ist jetzt nicht so dramatisch, das muss man jetzt nicht immer nach jedem Kochvorgang dann sauber machen, sondern sagt man, okay, nach einer Woche, da wäre es dann schon wichtig und da stellt man es dann am besten gleich in den Geschirrspüler, oder? Genau, ja. Wochenende genau. Zum Beispiel, man und ist fertig mit dem Kochen, so ist machen es. Wir die Spülmaschine, stellen wir alles rein. Und erledigt. Genau. Also deswegen, das brauchen wir jetzt ja echt noch nicht machen. Mhm. Und dann kann man das einfach nochmal hier zeigen, wie man das zusammenbaut. It won't go away. I've got that feeling right.
Wir wollen vielleicht das Ganze auch mal ganz abdecken. Und dafür kann man sich einfach hier so ein zweites Teil noch organisieren. Zack, hat man hier eine ganze Fläche. So muss das sein. Genau. Ja, wir sind jetzt soweit durch. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken, liebe Simone. Dankeschön, dass du mich hier so unterstützt hast und so leckere Crepes gebacken hast. Also, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wenn dir das Video jetzt geholfen und gefallen hat, dann gib dem direkt mal einen Daumen hoch. Wenn du jemanden kennst, der gerade dabei ist, eine neue Küche zu planen und für den diese Infos hier hilfreich sein könnten, dann teile das Video. Ja, und abonniere meinen Kanal und aktiviere unbedingt das kleine Glöckchen, damit du direkt benachrichtigt wirst, wenn es wieder Tipps und Tricks und Infos rund um das Thema Küche gibt. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.